Ja, grüß dich, schön, dass du da bist. Hock dich her. Willkommen im Bräustüberl. Mei, ich habe so viel zu tun gehabt in den letzten Wochen. Ihr habt es ja gesehen, wie viele Bierfurzel ich habe malen müssen. Die Vernissage habe ich vorbereitet und naja, und dort habe ich dann auch noch weitere Aufträge entgegengenommen für noch mehr Bierfurzel. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt gelangt es mir damit. Jetzt sollte man das Bierfurzel auch wieder seiner eigentlichen Bestimmung zuführen, nämlich, dass ich meinen Krug draufstelle. Deswegen braucht's wieder einmal ein Bräustüberl. Ich habe natürlich auch ein Bier mitgebracht. Heute ist es von der Brauerei Mager in Pottenstein. Pottenstein ist in der Fränkischen Schweiz, war ich auch schon ganz oft beim Wandern. Ist ein schönes Bier, ich kenne es schon, es ist ein Pilz und habe ich lang nicht mehr getrunken, da freue ich mich jetzt drauf. Vielleicht nimmst du dir auch ein Bier und dann trinken wir miteinander. Ihr seht es beim Eingießen, es ist sehr durchsichtig, hell, ist eben ein Pilz und wie immer passt es nicht in meinen Krug hinein, weil ich wieder eine viel zu große Hast hier an den Tag gelegt habe, weil ich jetzt einen richtigen Durst habe. Ich trinke auf euer Wohl, bleibt alle gesund. Ah, sehr gut. Ist ein bisschen herb, aber nicht so in der friesischen Art herb. Ja, fränkisch herb, wie man vielleicht sagen könnte. Einige von euch habe ich ja auf der Vernissage in Fürstenfeldbruck getroffen. Aber für die anderen, die eben nicht aus Oberbayern kommen und mal eben hinfahren konnten nach Fürstenfeldbruck, habe ich natürlich auch ein paar Bilder mitgebracht. Zunächst einmal sind wir nach München gefahren und meine liebe Frau hat mich begleitet, um mich auf der Vernissage zu unterstützen. Und wenn ich dann Münchner Boden unter den Füßen spüre, dann zieht es mich fast magisch natürlich ins Tal, ins Weiße Bräuhaus. Und da muss ich erst einmal Weißwürst essen und ein schönes Weißbier dazu trinken. Das war also der Auftakt zu unserer Reise nach Oberbayern. Ja, später dann sind wir weiter nach Fürstenfeldbruck gefahren und haben den Günter Frey in der Galerie besucht, um zu sehen, wie alles schon mal ausschaut, wie weit er ist, ob er das mit den Rahmen alles hinbekommen hat. Und ich war wirklich überwältigt, wo ich diese ganzen Bierfurzler mal so in einer Reihe gesehen habe. Bei mir sind sie immer irgendwie ein Stapel oder fliegen halt hier irgendwo im Atelier herum. Aber sie dann wirklich einmal alle nebeneinander an den Wänden zu sehen und sie wirken zu sehen im Rahmen mit dem Passepartout und eben auch in ihrer Menge. Das hat mich wirklich überwältigt und das war ein ganz tolles Gefühl. Wir haben dann noch so ein bisschen zusammen alles vorbereitet und dann bin ich mit meiner Frau erst einmal ins Hotel. Wir haben im ersten Haus am Platze sind wir untergekommen, standesgemäß im Romantikhotel, direkt gegenüber von der Galerie und haben dort unser Zimmer bezogen. Und es ist ein sehr, sehr schönes Hotel mit ganz vielen alten Stichen, Gemälden. Also das ist ein Haus, was dort schon wirklich seit Hunderten von Jahren steht und auch seit Hunderten von Jahren in der gleichen Familie ist. Also es ist schon ein wirkliches Traditionslokal, auf der sonst so, im Grunde ist es eine schreckliche Bundesstraße, die diesen Ort wirklich durchschneidet. Aber ein bisschen eben vom alten Glanz sieht man eben noch in diesem Haus. Die Vernissage selber war enorm gut besucht. Es ging um 19 Uhr los. Draußen war es schon dunkel. Und
Das war natürlich toll. Wir hatten zwar viele eingeladen, weil wir auch ein bisschen eben ein Event daraus machen wollten. Aber es kamen unglaublich viele und das war toll. Es war natürlich auch unglaublich anstrengend. Man hat viele Menschen, die ich schon gekannt habe, die ich lange nicht gesehen habe, aber auch neue kennengelernt. Einige Zuschauer, die auf mich zugekommen sind. Und wir sind an den Bildern entlang und haben viel gesprochen. Und es gab auch ganz, ganz tolles Bier. Übrigens fränkisches Bier. Die Oberbayern hatten sich da, was Biersponsoring angeht, jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Deswegen haben wir es sehr genossen, verschiedene fränkische Biere dort zu trinken. Es ging relativ lang, sicherlich bis um 12 waren wir da und waren danach eigentlich komplett erledigt. Obwohl ich sagen muss, vor lauter Reden bin ich ja kaum zum Trinken gekommen. Im Vorfeld zu der Ausstellung hatten wir einen Katalog gemacht, der Günter Frey und ich. Ich habe nur insoweit geholfen, dass ich die ganzen Bilder hier von den Bierfurzeln gescannt habe und zur Verfügung gestellt habe und hat hier ein wirklich schönes kleines Bücherl dazu gebunden, auch mit Fotos, wie ich eben irgendwo sitze und die kleinen Reiseskizzen auf dem Bierfilz eben anfertige. Und auch in der Ausstellung waren die Bierfurzel durchbrochen eben von großen Fotos, wie man den Maler eben sieht. Und das ist doch immer wieder für ganz viele Leute, die mich eben nicht kennen, doch erstaunlich, dass ich tatsächlich die allermeisten Dinge wirklich vor Ort male und nicht von Fotos. Und das ist ein wirklich schöner Katalog, kann man in der Ausstellung in der Galerie Frey bekommen. Ich habe dann natürlich auch zur Ausstellung ein neues Zine gemacht. Ihr kennt ja mein kleines Magazin, was so, naja, monatlich nicht, aber so geschlampert monatlich herauskommt. Und dieses Mal eben zur Ausstellung habe ich es in Farbe drucken lassen. Mein Drucker, den ich zu Hause habe, der kann eben nur schwarz-weiß. Das sind dann eben solche Hefter und zur Ausstellung gab es eben ein buntes, was es auch immer noch bei mir im Shop gibt, auch ganz, ganz viele Abbildungen drin, eben in Farbe und am ganz schönen Papier. Auch von den anderen sind noch ein paar da, viele sind es nimmer, weil sie sind ja limitiert und die kleinen, die ich selber mache, auf 100 Stück und die signiere ich ja auch. Das neue in Farbe sind 200 Stück. Da war es mir dann zu blöd, dass ich das signiere, weil die natürlich auf der Vernissage auch gescheit weggegangen sind. Da war mir das zu viel Arbeit. Ich hatte Arbeit genug. Auf der Vernissage habe ich viele Gespräche geführt, die zum Teil auch etwas tiefergehend waren. Und ein guter Freund, ein Kunstgeschichtler nebenbei bemerkt, hat mich angesprochen und hat gesagt, du bist schon ein unglaublicher Romantiker, oder? Und er spielte natürlich an auf die schon sehr lieblichen Motive, die dort in der Ausstellung hingen. Und er hat dann angeregt, dass ich doch vielleicht auch einmal ein paar, naja, entweder alltäglichere Motive auswählen solle, die eben nicht nur die heile Welt und die Berge und die Sonne und die schönen Wolken und wie halt meine Bilder aussehen. Und da habe ich mir mal wieder Gedanken drüber gemacht. Es ist nicht das erste Mal, diese Sicht so an mich herangetragen wird, in der ja auch ein bisschen Kritik sehr wohl mitschwingt, die ich auch verstehe und auch annehme. Und es ist schon wahr, vieles ist schon auch heile Welt, die ich darstelle und hat auch manchmal eben was Romantisches oder auch etwas Biedermeierliches. Aber ich finde, es ist gerade in einer Zeit, in der wir so
mit schrecklichen Bildern konfrontiert und überflutet werden, glaube ich, ist es schon auch ein Stück weit die Aufgabe eines Künstlers, einen Gegenpol zu bieten. Insgesamt bin ich überzeugt, dass Künstler immer einen Gegenpol zu ihrer Zeit darstellen sollten. Und ich frage mich dann auch, natürlich gibt es vieles, was man an Kritik anbringen kann. Und Kunst soll auch kritisch sein, ganz bestimmt. Aber möchte ich mir wirklich, ein Bierfurzel oder ein Gemälde oder was auch immer nach Hause holen, indem ich, Krieg und Schrecken, eine graue, eine schreckliche, eine zugebaute Welt, eine zerstörte Welt. Ich glaube, wir brauchen alle auch das bisschen Romantik, was uns auch wieder gerade in den eigenen Räumen die Möglichkeit gibt, auch durchzuschnaufen. Und diese Flecken auf der Erde, die es ja tatsächlich gibt. Es ist ja nicht so, dass ich sie erfunden habe. Es gibt ja in einer nicht heilen Welt, in einer alles anderen als heilen Welt, gibt es doch immer wieder Orte und Zeiten, an denen es an diesen Orten wirklich noch das Gefühl gibt, es sei alles in Ordnung, wenn der Berg an Schnee hat und die Almhütte offen hat und es gibt ein Bier und die Sonne scheint und man ist in der kurzen Hose draußen und läuft oder ist am Strand in den Dünen an der Nordsee oder wo auch immer, in St. Gilgen am Wolfgangsee, wo das Wasser also eine unglaubliche Farbe hat. Da ist die Welt in Ordnung an diesem einen Stück und so dieser einen Zeit. Und ich denke, das muss man auch einfangen. Und das brauchen wir, um gesund zu bleiben in schrecklichen Zeiten. Und natürlich waren Zeiten vermutlich immer schrecklich. Und aber mir kommen sie gerade ganz besonders schlimm vor. Vielleicht, weil wir eben diese vielen Bilder haben. Und vielleicht sind diese kleinen Gemälde eben das, was ich entgegenstellen kann. Im Sommer bin ich ja schmerzvoll mit dem Phänomen des sogenannten Overtourism, wie man in Bayern sagt, konfrontiert worden. Also mit dem Phänomen, dass wenn es irgendwo ganz besonders schön ist, dass dann ganz besonders viele Menschen dorthin fahren, weil es halt da so schön ist und der Effekt ist, dass halt nimmer schön ist, weil es einfach zu voll ist. Und das ist mir passiert auf meiner Frankreich-Reise, sowohl in Paris als auch dann später in der Provence. Und das hat mich ja ein bisschen traumatisiert. Ich traue mich jetzt das Wort nicht zu sagen, weil es gibt ganz andere Traumen. Aber ich hatte Traumata, sagt man. Ich habe mich lange schlecht gefühlt und in meinem zweiten Scene habe ich in kleinen Essays und mit meinen mir so ein bisschen diesen Schrecken ja, vom Leib geschrieben und mich damit beschäftigt. Und weil es mir eben nicht wirklich gelungen ist, diese schönen Stellen der Welt zu genießen, und hatte dann auch einfach nicht die Kraft, sie wirklich adäquat darzustellen. Da war ich komme nochmal auf die heile Welt zurück, die war zwar heil, aber es war ein heilloses Durcheinander und ich konnte es nicht genießen. Und darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht. Und das ist auch der Grund, warum es so wenig Filme von der Reise gibt. Ich habe Material davon und ich werde es auch noch schneiden, aber ich habe noch nicht die richtige Geschichte dazu gefunden, die ich erzählen möchte. Aber ich war in den letzten Wochen, habe ich eine kurze Reise nach Pforzheim gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt Pforzheim kennt, aber ich kannte es nicht. Ist eine Stadt, die jetzt, sagen wir mal vorsichtig,
kein Problem mit zu viel Tourismus hat. Also wir hatten das Gefühl, wir waren die einzigen Touristen dort und das war eigentlich sehr schön. Wobei Pforzheim jetzt nicht so schön ist. Ich weiß, es gibt sicherlich, vielleicht gibt es Pforzheimer unter euch. Es ist für viele Menschen auch Heimat und ist für Menschen auch wohliges Gefühl. Und ich will das überhaupt nicht klein machen. Wir waren da an einem, im November bei eher madigem Wetter. Und es ist tatsächlich eine Stadt, in der man das Gefühl hat, ja, wir sind die einzigen Touristen. Und genau so waren wir auch und haben es auch. Ich bin durch die Stadt gelaufen und habe mir es angeschaut, wie eben ein Tourist. Und es war. Und habe auch meine schönen Stellen gefunden, habe schöne Lichtstimmungen gefunden. Zum Pforzheim muss man sagen, es ist im Krieg nahezu komplett zerstört worden, wurde dann in der Adenauerzeit wieder aufgebaut. Und wie alle Städte, die eben in dieser Zeit entwickelt wurden, sind sie fürs Auto gemacht, nicht für die Menschen. Das heißt, man hat natürlich. Man musste Wohnraum wieder schaffen, man hatte nicht viel Geld nach dem Krieg, man hatte nicht viel Zeit. Da hat man ein bisschen einfach raufgebolzt, dass man halt die Häuser wieder hat und hat die Straßen gleich doppelt so breit angelegt, als man eigentlich gedacht hat, weil das Auto war Fortschritt und es sollte eben beim Aufbau Deutschlands mithelfen. Ich finde, dass das eine ganz entsetzliche Idee war, aber es ist eine andere Geschichte. Und so ist natürlich das überhaupt nicht lieblich. Es gibt jetzt keine Altstadt, in der man jetzt irgendwie hübsche Fachwerkhäuser oder sowas sehen kann. Es ist alles mehr oder weniger neu und angelegt. Und trotzdem hat es seinen Reiz, wenn man genau hinschaut. Und daran habe ich mich erinnert, als ich eben dieses Gespräch geführt habe über meine romantische Ader Die Idee wurde tatsächlich bei der Vernissage an mich herangetreten. Ja, mal doch mal einfach so eine Tiefgarageneinfahrt. Das ist doch vielleicht auch einmal ein Motiv. Und man gedacht hat, fraglich, ob jemand eine Tiefgarageneinfahrt sehen will. Aber ich habe den Punkt verstanden. Und es gab viele malerisch durchaus interessante Motive in Pforzheim, die ich gesehen habe, die jetzt nicht klassisch schön waren, aber die doch malerisch etwas sein könnten. Und ich möchte das probieren. Also ich habe das auf meiner Liste innerlich stehen, dass ich da mal malen möchte. Jetzt keine Bierfurzel, das habe ich jetzt genug gemacht. Aber vielleicht einfach einmal ein paar Ansichten einer Stadt, die jetzt nicht auf den ersten Blick schön ist. Wir waren dort übrigens, weil eine sehr liebe Freundin von uns Schauspielerin am Theater in Pforzheim ist. Und da muss ich sagen, was das angeht, ist Pforzheim ganz weit vorne mit dabei. Also das Theater war ganz hervorragend. Tolles Ensemble, tolle RegisseurInnen. Ganz großartig, kann ich empfehlen, wenn ihr dort in der Gegenzeit. Ja, das nur, um das abzurunden, was meine Erfahrung mit Tourismus und zu schönen Orten angeht. Ja, wie es im Bräustübel üblich ist, muss es natürlich auch nicht nur ein Bier geben, sondern auch einen Schnaps. Ich habe einen Quittenbrand mitgebracht. Ein Freund von mir hat mir Quitten mitgebracht aus dem Garten. Und aus den Quitten habe ich mir ein Gelee gemacht. Deswegen habe ich wieder an Quitten gedacht und dachte, die Quitte trinke ich unglaublich gern. Und da werde ich jetzt noch mir ein kleines Stamperl werde ich mir hier noch dazu machen. Es ist aus Ippesheim. Das ist in Unterfranken und Karl-Heinz Wellmann ist hier ein Goldmedaille, absolut verdient. Ein wunderbarer Quittenbrand. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann empfehle ich sie ausdrücklich. Zum Wohl. Ich trinke.
wie eigentlich immer an dieser Stelle auf meine lieben Patrons, die mich immer so großzügig unterstützen. Die Quitte ist ein tolles Obst, gell? Man kann es ja so nicht essen, aber als Gelee oder als Brand, unglaubliches Aroma. Ja, euch wird es auch nicht entgangen sein, dass sich das Jahr dem Ende zuneigt. Und das bedeutet für mich immer eine ganz besonders arbeitsreiche Zeit, weil ich mich mit dem Weihnachtsholzschnitt beschäftige. Wie jedes Jahr gibt es auch heuer einen Farbholzschnitt in ungefähr Postkartengröße, der sogenannte Weihnachtsdruck. Und ja, auch diesmal ist es wieder ein ganz romantisches Motiv aus den Bergen. Es ist ein verschneiter Blick auf eine Almhütte, aus der ein Licht herausleuchtet. Im Hintergrund ist der Schlern auf der Seiser Alm. Ich kann einfach nicht anders. Weihnachten ist für mich so sehr alpenländisch, was auch immer die Theologen sagen mögen. Für mich ist der Heiland in den Bergen im Winter im tiefen Schnee geboren. Und so ist es auch dies Jahr wieder. 5 Platten habe ich geschnitten. Ich bin insoweit fertig, dass ich einen guten Druck habe, den ich dann ja immer für die Klappkarten als Vorlage verwende. Ich habe das jetzt hier, die ist jetzt vom letzten Jahr, den von diesem Jahr kann ich euch noch nicht zeigen. Das ist die hier vom letzten Jahr, ist so eine schöne, hochwertige, matte, sehr elegante Klappkarte. Wenn ihr Weihnachtskarten schreiben wollt, und das solltet ihr, das ist eine schöne Gelegenheit, sich einfach bei Menschen einmal wieder zu melden, die man vielleicht auch das ganze Jahr nicht gesehen hat, dann gibt es diese Karte hier bei mir im Shop. Auch da sollte der Künstler das tun, was die anderen nicht tun, dem Zeitgeist entgegenarbeiten. Ich habe keine Preise erhöht, nach wie vor kostet die 1 Euro so eine Karte. Es gibt auch, wenn man mag, ein paar schöne gefütterte Kuverts dazu. Also wer sich bei seinen Lieben melden möchte, da würde ich mich freuen, wenn ihr zugreift. Also wie gesagt, das ist die vom letzten Jahr. Die neue habe ich in Auftrag gegeben. Anfang Dezember, also wird sie definitiv im Shop verfügbar sein. Und dann verschicke ich sie auch. Also ihr habt noch einen ganzen Monat Zeit, dass ihr die dann in Ruhe schreiben könnt. Der Holzschnitt ist wie immer limitiert auf 100 Stück, handsigniert und so weiter, bla bla bla. Ihr kennt das alles. Meine Patrons bekommen die als Dankeschön wie immer geschenkt für die anderen. Auch da der gleiche Preis wie im letzten Jahr im Shop. Jetzt wollte ich gerade erzählen, wie der Preis war. Ich wusste nicht, ich habe es einfach vergessen. Ihr könnt es selber nachschauen. Ich habe hier in meinem Online-Shop alle Original-Gemälde rausgenommen, weil ich irgendwo der Meinung war, dass man... Originale sollte man auch original sehen. Mir ist es so oft passiert, dass ich Menschen die Bilder dann zugeschickt haben und die haben sich dann bei mir gemeldet und gesagt, ist so viel schöner als das Foto. Und da habe ich mir gedacht, ach, das wird dem allen nicht gerecht und deswegen gibt es die Originale eben nur über die Galerie. Ich überlege gerade, ob ich für die Weihnachtszeit sollten ein paar von den Bierfurzel übrig bleiben von der Ausstellung, die noch bis zum 3. Dezember in der Galerie frei ist. Dann habe ich überlegt, ob ich die vielleicht einfach so zu Weihnachten noch einmal in den Shop stelle. Schaut einfach rein, vielleicht seht ihr es ja. Dann würde ich das noch mal als Ausnahme machen. Weil ich weiß schon, es ist immer schwierig. Man muss dann irgendwo hinfahren und das ist, um die sich im Original anzuschauen. Ich weiß, dafür habe ich irgendwie noch keine gute Lösung. Ich brauche vielleicht mehrere Galerien, die ein bisschen verteilt sind im Land. Also wenn einer von euch Galerist ist, dann meldet euch bei mir.
weil eigentlich möchte ich gar nicht diesen für Originale gar keinen Direktvertrieb. Ich glaube, es wird dem einfach nicht gerecht. Und ich finde, Galerien sind wichtig, Galeristen sind wichtig. Die sollten auch etwas verdienen und für ihre Arbeit, die enorm wichtig ist im Kunstbetrieb. Naja, aber das wollte ich euch eigentlich gar nicht erzählen. Ich habe den Holzschnitt dieses Jahr, 5 Platten sind es geworden. Also die werden immer, ihr kennt es, es gibt viele Videos, könnt ihr euch anschauen, wo ich genau erkläre, wie der Farbholzschnitt entsteht. Da wird eben Platte auf Platte gedruckt, jede mit einer anderen Farbe. Und dann entsteht eben der Eindruck eines Farbbildes. Damit es nicht langweilig wird, für euch vor allem zum Zuschauen, habe ich dieses Jahr ein bisschen auch die Technik variiert. Früher habe ich ja meistens eine Zeichnung auf Papier angefertigt und die dann auf die Holzplatten übertragen, indem ich sie durchgepaust habe. Und so habe ich dann aus der Originalzeichnung Stück für Stück immer wieder auf die Holzplatten eben drauf gezeichnet, durchgepaust, rausgezeichnet und dann geschnitten. Was ich diesmal gemacht habe, war eine Kombination aus der ganz traditionellen japanischen Methode und eben einer sehr modernen. Und zwar habe ich die Zeichnung digital erstellt. Ich habe zunächst einmal natürlich ganz traditionell das Bild gemalt, auch gezeichnet, verschiedene Skizzen gemacht. Dann auch auf einem Bierfurzel habe ich das Bild, das Motiv gemalt. Und dann habe ich es digital ins iPad eben mit so einem elektronischen Stift gemalt und habe dann die einzelnen Ebenen voneinander getrennt und konnte sie einzeln ausdrucken, eben auf einem ganz hauchdünnen japanischen Papier. Und das habe ich dann auf die Holzplatten drauf geleimt und konnte dann eben entlang schneiden. Was eben eine Mischung aus einer ganz, ganz traditionellen japanischen Methode eben und der sehr modernen digitalen ist. Das war interessant. Ob ich es jetzt nochmal machen würde, ich weiß nicht. Es ist, was toll ist, ist, dass natürlich die Passgenauigkeit der Platten absolut gegeben ist, weil man wirklich wiederholgenau ja dann drucken kann. Aber dafür war es auch relativ aufwendig, die ganze Geschichte dann so zu verleimen und drauf zu drucken. Es ist so, man kann jetzt kein wahnsinnig dünnes Papier ausdrucken, weil der Drucker das dann sonst irgendwie einzieht und verwurschtelt. Und das heißt, ich habe es aufgeleimt und musste es dann feucht machen und so die Papierschichten abrubbeln. Da habe ich dann wirklich so mit den Händen versucht, eben die festen Papierbestandteile wegzurubbeln, damit ich nicht mit den Messern durchs Papier gehe. Papier ist für Messer Gift. Die werden unglaublich schnell unscharf. Und insofern ist es so eine Technik, da war ich so mittelzufrieden mit. Aber ich wollte es euch halt auch mal zeigen, dass es auch eben andere Möglichkeiten gibt. Weil ich weiß, einige meiner Zuschauer machen selbst Holzschnitte oder Linolschnitte und freuen sich immer, wenn ich ein bisschen was so von der Technik zeige. Also eben digital gezeichnet, dann gedruckt, aufgeleimt, weggeruppelt, geschnitten. Und dann, wie immer, habe ich mir eben meine Druckpaste gekocht aus ganz feinem Reismehl, was ich dann im Wasserbad erwärmt habe. Immer auch einen großen Schluck Sake dazu, damit es nicht schimmelt, dann hält sich die Druckpaste ein bisschen länger. Meine Farben sind einfach Farbpigmente, die ich eben in Wasser gelöst habe. Ab und zu gebe ich ja Ochsengalle noch hinzu, manchmal gar nicht. Also das ist wirklich einfach nur Reispaste, Wasser und Farbpigmente. Ja, und die werden dann Schicht für Schicht wird es dann gedruckt, Druckplatte für Druckplatte. Es gibt eben eine dunkelblaue,
Platte, eine hellblaue, noch eine weitere dunkelblaue, einmal eine braune für das Gestein der Dolomiten und dann ganz am Schluss eben nochmal gelb für das Licht, was aus der Hütte herausscheint. Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Weihnachtskarte. Aber auch da überlege ich mir, vielleicht muss ich im nächsten Jahr, muss ich mir vielleicht mal was ganz anderes überlegen, damit es nicht so ähnlich ist. Aber ach, ich habe es halt einfach so gern, weil es so gemütvoll ist, wenn in der Kälte ein Licht hinausscheint. Ja, er hat halt einfach recht. Ich bin einfach ein Romantiker. Schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen, unser Bräustüberl. Machen wir bald wieder mal eins. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Dieser Film wurde möglich gemacht durch meine Patrons. Vielen Dank.